Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und auch heute geht es wieder um einen Cold Case, zu dem es zwar einige Informationen im Internet gibt, aber der ansonsten, soweit ich es irgendwie mitbekommen habe, bundesweit nicht so die Bekanntheit erreicht hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Fall hier einmal darstellen möchte und dementsprechend einem breiteren Publikum nochmal vorstellen möchte. Und zwar geht es um den vermissten und vermutlichen Tötungsfall zum Nachteil von dem 28-jährigen Georg Linnemann. Er wird seit dem 15. Dezember 2014 vermisst und wohnte in der Warmsdorfstraße in Neumünster-Faldera. Er war Sohn eines Arztes und lebte noch nicht lange in Neumünster. Er war in Bremervörde aufgewachsen und hatte einige Monate zuvor ein Maschinenbaustudium in Kiel begonnen. Und zwar an der dortigen Fachhochschule. Er wohnte in einer Wohngemeinschaft in Neumünster und hatte wenige Monate vor seinem Verschwinden seine neue Freundin kennengelernt. Und diese wurde kurz vor seinem Verschwinden von ihm schwanger. Georg war 1,95 Meter groß und schlank und hatte insgesamt, so wird er beschrieben, eine etwas schlaksige Figur und wurde deswegen wahrscheinlich von seinen Freunden Grobi genannt. Ich zitiere hier vorrangig aus einem Artikel vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag vom 30. April 2016, weil dieser meiner Meinung nach den Fall am besten zusammengefasst hat. Viel Spaß und passt beim Karussellfahren gut auf euch auf, lautete seine letzte Nachricht. Und diese letzte Nachricht hat seine Freundin am 15. Dezember 2014 gegen 16 Uhr auf dem Handy erreicht. Wenig später kommt seine Lebensgefährtin mit ihrer kleinen Tochter vom Weihnachtsmarkt wieder nach Hause. Aber Georg war nicht wie verabredet in der Wohnung. Sie schrieb ihm dann eine WhatsApp-Nachricht mit den Worten: Bin wieder da. Aber zu diesem Zeitpunkt war das Mobiltelefon von Georg bereits ausgeschaltet. Die Nachricht ging nicht mehr durch. Und seitdem ist Georg aus Neumünster wie vom Erdboden verschluckt. Die Mordkommission in Kiel geht mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus. Warum? Dazu komme ich gleich. Denn es liegt die Vermutung nahe, dass er in dunkle Geschäfte verstrickt war. Erst wenige Wochen vor seinem Verschwinden hatte Georg Linnemann erfahren, dass er Vater werden würde. Und er hat sich wohl sehr auf das Kind gefreut, erzählte seine Lebensgefährtin. Sie wollten zusammenziehen und als Familie leben. Georg, die Lebensgefährtin, die kleine Tochter von der Lebensgefährtin aus einer anderen Beziehung und das zu erwartende gemeinsame Kind. Und bereits wenige Stunden nach dem mysteriösen Verschwinden von Georg hat seine Lebensgefährtin eine Suche gestartet. Sie hat immer wieder seine Nummer gewählt, aber vergeblich. Und dies war eben sehr untypisch für Georg, denn auf dem Handy war er eigentlich immer zu erreichen, sagte sie. Und auch bei Freunden war er nicht. Sie rief verschiedene Krankenhäuser an, aber auch dort war er nicht eingeliefert worden. Und am nächsten Tag ging seine Lebensgefährtin dann zur Polizei und erstattete Vermisstenanzeige. Die hat dann zwar im Computer gesucht und ob sein Wagen irgendwie aufgefallen sei, aber mehr ist erstmal nicht passiert. Denn wie es so üblich ist, wenn jemand volljährig ist und erst einmal verschwindet, macht die Polizei relativ wenig, weil jeder erst einmal seinen Aufenthaltsort selber bestimmen kann und in dem Fall von Georg keine Hinweise auf ein Verbrechen vorlagen. Aber nicht nur Georg war verschwunden, auch sein Auto. Und dieses Auto und ein Leihanhänger der Firma Voss spielen bei den Ermittlungen dann eine wichtige Rolle. Dieser Anhänger, den er hatte, fiel sofort ins Auge, weil er über eine grelle
postgelbe Plane verfügte, betonte die Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung. Und am 20. Dezember 2014 gab es dann die erste Spur. Georgs dunkelblauer Golf 4 mit dem Kennzeichen NMS, also Nordpol Martha Siegfried, Trennung Z wie Zeppelin, X wie Xantippe 88, wurde von der Polizei in Hamburg-Ostdorf am Elbe-Einkaufszentrum sichergestellt. Der Anhänger wurde dann erst am 3. Januar in Neumünster im Bereich Wernishagener Weg, Weberstraße, umgestürzt entdeckt. Gut, da stelle ich mir jetzt mal die erste Frage eben. Wenn dementsprechend Georg am 15. Dezember verschwunden ist und dieser Anhänger erst am 3. Januar entdeckt wurde, aber zwischenzeitlich schon am 20. Dezember der Wagen, gibt es da für mich ein paar Merkwürdigkeiten, sage ich jetzt mal so. Dass der Wagen erst am 20. Dezember entdeckt wurde, ist nachvollziehbar. Und dass dann ein Anhänger umgestürzt entdeckt wird, und zwar im Straßenbereich, ist schon ein bisschen merkwürdig. Die Frage ist dann natürlich, wurde er erst am 3. Januar dort abgestellt? Oder war er dort erst abgestellt, stand dort normal und ist dann später erst umgestürzt worden? Aber auf die Fragestellung habe ich jetzt hier in meinen Recherchen nicht wirklich Antworten gefunden. Und dann springen wir in dem Fall rüber in den April 2015. Denn dann erfolgte eine Wende und plötzlich wurde aus dieser vermissten Sache ein Tötungsdelikt. Seine Freundin hat der Zeitung dann gegenüber erwähnt, dass sie aus allen Wolken fiel, als die Kripo plötzlich bei ihr war und Fragen stellte. Denn im Rahmen anderer Ermittlungen hatte sich der Tatverdacht gegen zwei 28 und 26 Jahre alte Männer aus Neumünster und Kappelt, die aus dem persönlichen Umfeld von Georg kamen, erhärtet. So sagte es der Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel. Doch die Männer, die damals wegen Diebstählen in Untersuchungshaft saßen, schwiegen. Und im November 2015 wurden sie dann vom Landgericht Flensburg zu 5,5 bzw. 3,5 Jahren Haft verurteilt. Möglicherweise war auch Georg in Straftaten verstrickt. Laut der Polizei besteht der Verdacht, dass er zu einer Bande gehörte, die in Schleswig-Holstein Garagen und Lagerhallen aufgebrochen hat und dort Aufsitzrasenmäher und Motorräder klaute. Er soll Motorradteile im Internet angeboten haben und möglicherweise liegt hier das Motiv für sein Verschwinden. Seine Lebensgefährtin sagte, für mich gab es damals keine Anzeichen, dass er etwas Komisches gemacht haben könnte. Denn er war täglich bei mir und mir ist nichts aufgefallen. Ich habe ihn als extrem aufopfernden, herzlichen und sensiblen Menschen kennengelernt. Doch sie weiß mittlerweile auch, dass es einige dunkle Geschichten in seiner Vergangenheit gegeben haben muss. Und dass es möglicherweise irgendwo Menschen gibt, die von ihrer hartnäckigen Suche nach der Wahrheit nicht begeistert sind und vor Gewalt nicht zurückschrecken. Deshalb möchte sie auch ihren Namen nicht nennen und ihr Gesicht nicht zeigen. Er hat mir sicher nicht alles von sich erzählt. Wir kannten uns erst seit dem Frühjahr, sagte sie. Und auch über seine Jugend und Familie hatte er damals kaum gesprochen. Und wie schon gesagt, er ist erst wenige Monate vor seinem Verschwinden nach Neumünster gezogen. Zuvor hatte er in Flensburg gewohnt und seine Leidenschaft waren wohl schnelle Motorräder. Aber als zukünftiger Familienvater wollte er dann sein Hobby einschränken. Und diese Suche nach Georg glich von Anfang an der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Wichtige Spuren waren für die Polizei das Auto und der gelbe Leihanhänger. Dieser Anhänger war von Georg selbst gemietet worden. Wahrscheinlich für den Transport von Diebesgut, meint die Polizei. Zweimal haben die Ermittler konkret nach den sterblichen Überresten von Georg gesucht. Und sie sind sich sicher, dass er getötet, verbrannt und dann in Neumünster oder im Umland vergraben wurde. Im Juli 2015 durchkämmten sie vergeblich eine Wiese in Wasbek. Mitte Oktober suchen sie nach einem Hinweis
ein Kleingartengelände ab. Doch die Suchhunde haben an beiden Bereichen nicht zugeschlagen. Dann gibt es einen Bericht vom 17. Mai 2017. Und da geht es nochmal um die Lebensgefährtin. Diese hatte gemeinsam mit Freunden und Bekannten eine aufwendige Suchaktion gestartet. Seit Anfang des Monats Mai versuchte die Gruppe mit technischem Gerät auf eigene Faust im Stadtwald das Handy von Georg zu finden. Und auch diese Suche gestaltet sich sehr schwierig. Doch die Lebensgefährtin hat Argumente für die ungewöhnliche Aktion. Als ihr Freund im Dezember 2014 verschwand, hatte er sein Mobiltelefon bei sich. Gegen 16 Uhr schickte er dann noch die letzte Nachricht. Und als er einige Stunden später, nicht wie verabredet, nach einer kurzen Erledigung zum gemeinsamen gemütlichen Abend erschien und auch nicht mehr zu erreichen war, hatte sie geahnt, dass hier etwas nicht stimmte, weil, wie schon gesagt, Georg immer per Handy zu erreichen war. Und in dieser Not recherchierte dann die Neumünsteranerin damals im Internet und fand mehrere Seiten, über die Mobiltelefone geortet werden konnten. Und über einige Tage wurde ihr regelmäßig ein Bereich im Stadtwald angezeigt, sagte sie. Deshalb möchte sie dort auch nach der langen Zeit noch nach dem Handy suchen. Alle anderen von ihr abgearbeiteten Ansätze, Informationen über Georgs Verschwinden zu finden, brachten bisher keine Spur. Auch die intensive Recherche über Facebook war erfolglos. Also diese Facebook-Seite gibt es auch noch, die habe ich euch jetzt auch nochmal verlinkt, so auch wie diese Zeitungsartikel. Da ist aber seit längerem nichts mehr passiert. Ich meine seit 2020. Da gab es den letzten Post dann im Dezember 2020. Also kurz nach seinem 6-jährigen Verschwinden. Und danach wurde auf der Seite nichts mehr gepostet. Ich selber habe auch über diese Website dort dementsprechend die Moderatoren kontaktiert und angefragt, ob Interesse besteht, dass ich einmal ein Video zu dem Fall mache, habe darauf hingewiesen, dass ich schon in Zusammenarbeit mit den Angehörigen von Scarlett S. und auch von Doris Seifert mit der besten Freundin schon ein Video gemacht habe, aber es gab keine Reaktion darauf. Die Nachricht wurde gelesen, aber es gab keine Antwort, also weder ein Ja noch ein Nein. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, das Video zu machen. Aber machen wir mit der Suche weiter. In dem Artikel steht dann noch, dass sich jetzt ein technisch versierter Bekannter bereit erklärt hat, bei der aufwendigen Aktion im Stadtwald zu helfen. Und es wurden Metalldetektoren besorgt und ein Suchtrupp wurde zusammengestellt. Und nach Rücksprache mit dem Liegenschaftsamt und der Polizei durfte die Gruppe dann im unwegsamen Gelände in der Nähe des Friedrichshains loslegen. Und 2 Tage lang durchforsteten die Lebensgefährtin und ihre Helfer dann über Stunden das Areal. Die haben, so wie sie beschrieben, immer eine Fläche mit Flatterband abgesteckt und dies dann Stück für Stück abgearbeitet. Es haben die Metalldetektoren zwar immer wieder gepiept, aber leider wurde kein Handy gefunden. Man hat dann immer möglichst vorsichtig gegraben und wurde dann immer Metallschrott gefunden. Schrauben, Stangen, Nägel und auch Bombensplitter hat man gefunden, aber kein Handy. Es kann aber natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass das Handy vielleicht schon lange von jemandem gefunden wurde und der es aus Unkenntnis einfach mitgenommen hat. So, dann habe ich in einem Forum noch folgenden Eintrag gefunden. Erst möchte ich mal noch was dazu sagen. Also es ist ein Forum, wo jeder reinschreiben kann. Das heißt nicht, dass diese Information dann irgendeiner Richtigkeit entspricht. Darauf möchte ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, weil ansonsten die anderen Informationen, die ich habe, sind immer aus sicheren Quellen. Das heißt entweder aus Reportagen oder sie sind dementsprechend aus Zeitungsartikeln entnommen. Dies ist jetzt aus einem Forum und ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Hallo, ich bin eine Bekannte seiner Freundin. Sie wusste, dass er im Gefängnis war. Und dort hat er die anderen kennengelernt, wollte aber sein Leben ändern und studieren etc. Am besagten Tag war sie mit 2 Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt.
Mittags hatten sie telefoniert, dass er abends zu ihr kommt. Und seit 16 Uhr etwa war das Handy aus. Sie wusste nicht alles, was gewesen ist. Die haben in der besagten Wohngemeinschaft zu dritt gewohnt. Georg und die beiden. Also damit ist Georg, der Verschwundene, und dann dementsprechend seine Lebensgefährtin und die kleine Tochter, denke ich mir mal, gemeint. Es gibt noch eine dritte Person, aber davon sagt die Polizei nichts. Die Person ist schon länger in U-Haft. Er wird was gesagt haben, denn seitdem wurden die anderen beiden gesucht und jetzt in U-Haft genommen. Die Polizei sagt nicht alles öffentlich. Er hat sich auf sein Kind gefreut. Nun ist sie seit Montag Mama von einer süßen Maus, die keinen Vater haben wird. So, in diesem Post wird ja schon mal generell bestätigt, was vorher gesagt wurde. Ne? Ob die Lebensgefährtin jetzt mehr über ihn gewusst hat oder nicht, das ist, denke ich mir mal, auch nicht so wichtig. Die beiden kannten sich jetzt noch nicht so lange, ob er sich jetzt vollkommen ihr gegenüber geöffnet hat oder nicht. Das legen wir jetzt wirklich mal beiseite, weil das hat für mich eigentlich jetzt nicht so eine große Fallrelevanz. Aber das war jetzt erstmal so, was ich jetzt aus den Quellen rauskriegen konnte. Jetzt fassen wir diese ganze Geschichte mal eben zusammen. Also, er ist verschwunden. Er hatte eine neue Freundin, sprich Lebensgefährtin. Diese wird von ihm schwanger und er freut sich. Er möchte Vater sein, hatte ein Studium begonnen. Und ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, weil die Polizei das vermutet, dass er in dunkle Geschäfte verstrickt war. Was ja auch durchaus sein kann. Aber ich denke es mir tatsächlich so, dass er jetzt langsam mal mit diesen dunklen Geschäften aufhören wollte. Und dass er dies eventuell in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft oder wie auch immer, die diese Taten begangen hat, dann mitgeteilt hat, dass er gesagt hat, Leute, ich werde jetzt bald Vater, ich möchte jetzt ein seriöses Leben führen, man hat mich bisher nicht erwischt, ich möchte aus dieser ganzen Geschichte raus. Und dass die Leute dann eventuell gesagt haben, geht nicht. Mitgefangen, mitgehangen. Du bleibst bei uns. Du machst weiter. Vielleicht war er derjenige, der, sag ich mal, der Transporteur war. Dass er dementsprechend immer die Sachen irgendwohin transportiert hat. Wahrscheinlich war das auch an diesem Tag irgendwie seine Aufgabe. Denn er hatte ja an seinem Auto einen Anhänger, welchen er angemietet hatte. Und ansonsten gab es ja wohl keinen Grund, warum er diesen Anhänger angemietet hat. Und er hatte seiner Lebensgefährtin ja wohl gesagt, dass er was zu erledigen hat. Aber was er zu erledigen hat, das hat er nicht erwähnt. Es ist also durchaus möglich, dass er dementsprechend seinen Transport erfüllt hat und dass er dann noch einmal mit den Leuten gesprochen hat. Vielleicht haben die ihm direkt schon einen anderen Auftrag gegeben oder er hat von sich aus angefangen, hat gesagt, so Leute, das war es jetzt erstmal, vielleicht auch weil Jahresende ist, guter Vorsatz, dass er dann halt an Straftaten nicht mehr beteiligt sein möchte. Das kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass es halt so gewesen ist und dass es dann zu einem Streit kam, der eskalierte. Vielleicht war es dann auch so weit, dass er eventuell, das ist aber auch nur eine Vermutung, dann etwas außer sich geraten ist und vielleicht gedroht hat, wenn man ihn nicht gehen lässt, dass er dann zur Polizei gehen wird, weil er dementsprechend halt nur so eine Art Mitläufer war, Mittäter war, dass er die Sachen vielleicht nur gefahren hat. Und wenn er dann dementsprechend das Ganze anzeigt, ihm wohl relativ wenig passieren wird. Und er dann vielleicht davon ausgeht, okay, vielleicht bekomme ich eine Geldstrafe, vielleicht bekomme ich eine Strafe auf Bewährung, aber ich bin auf jeden Fall erstmal aus dem Mist raus und ich kann mich dann meinem Studium widmen und kann mich meiner Familie widmen. Denn es wurden ja zwei Leute aus seinem Bekanntenkreis festgenommen und die auch wegen Diebstahl und Hehlerei dann verurteilt wurden. Also ich denke mir mal, dass die Polizei tatsächlich da den sehr starken Verdacht hegt, aber eben noch keine Beweise hat, dass diese beiden Personen
dementsprechend haben Georg verschwinden lassen. Ich frage mich dann halt nur, wie die Polizei auf die beiden gekommen sind. Entweder hat es da irgendwo einen Hinweis gegeben oder das Ganze war schon länger unter polizeilicher Beobachtung und vielleicht hat Georg was davon mitgekriegt und wollte das aus diesem Grund auch ganz schnell aus dieser Geschichte raus. Oder dementsprechend, das Ganze ist dann erst später aufgefallen und irgendwie wurde eine Verbindung zu Georg hergestellt. Und da dieser nun mal verschwunden ist, bestand natürlich dann durchaus der Verdacht, dass dementsprechend diese beiden Leute damit etwas zu tun haben. Das ist so meine Theorie. Also ich bin auch ziemlich davon überzeugt, dass diese beiden da was mit zu tun haben. Die sind ja mittlerweile dann schon wieder entlassen und da sie ihre Strafe schon verbüßt haben. Dann gab es auf dieser Facebook-Suchseite noch einen Eintrag. Und zwar datiert dieser dann vom 5. April 2017. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehen kann und auch nie werde. Dazu gehört die Ablehnung von Aktenzeichen XY, weil jemand das nicht will. Also hat man versucht, wohl diesen Fall bei Aktenzeichen XY zu präsentieren, aber dementsprechend, so wie ich den Artikel da sehe, will es jemand nicht und deswegen ist der Fall auch nicht bei Aktenzeichen XY erschienen. Jetzt ist für mich ein bisschen undeutlich von dem Text her, ob man direkt schon an Aktenzeichen XY herangetreten ist und die Ablehnung von Aktenzeichen XY kam. Oder ob die Idee aufkam, diesen Fall bei Aktenzeichen Y zu präsentieren und das aus dem Umfeld abgelehnt wurde. Das erschließt sich mir jetzt nicht zu 100%, aber der Satz, weil jemand das nicht will, also ich glaube kaum, dass die Polizei und Aktenzeichen Y eine Falldarstellung ablehnen, weil jemand aus dem Umfeld dagegen ist. Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass der Vorschlag kam, diesen Fall bei Aktenzeichen Y zu präsentieren. Das geht ja immer über die Polizei. Dort jemand aus dem Umfeld gesagt hat, nein, das möchte ich nicht. Frage ist natürlich, warum? Und dazu gibt es aber auch keinen Kommentar oder ähnliches. Es gibt schon Kommentare zu dem Post, aber es gibt keinen Kommentar, der dies dann weiter erklärt. So. Das war es von meiner Seite aus jetzt erst einmal mit diesem Fall. Ich bin mal gespannt, ob ihr den Fall kanntet und ob ihr vielleicht weitere Informationen dazu habt. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, ansonsten auch gerne per E-Mail. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und das, was gerade im Internet, im Hintergrund da miaut, ist Simba, mein Crashkater, den ich mal von der Straße gekratzt habe und dem es jetzt gut geht und dem mir gerade irgendwie langweilig ist. Okay, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!